Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 6. Juni. Ich grüße Sie ganz herzlich und hoffe, Sie sind gut aus dem Wochenende gekommen. Der letzte Freitag hat es ja in sich in Sachen Non-Farm Payrolls. Die US-Arbeitsmarktdaten an dieser Stelle ja überraschend schwach und schlecht. Das beflügelte den Euro auf breiter Front und hier auch zu sehen beim heutigen Währungspaar, dem die Aufmerksamkeit gehört, nämlich dem Euro gegenüber dem britischen Pfund. Das Währungspaar sehen wir hier mal links im Stundenchart, auch jetzt dann hier in der Nacht mit einem Upgap in den Markt gekommen, was hier noch offen ist. Sie sehen hier dieses Level. Das wird interessant zu sein in Sachen dessen, wie sich das hier im weiteren Wochenverlauf kennzeichnet, denn rund oder besser gesagt, in der aktuellen Handelswoche eines Gaps, eines Up- oder Down-Gaps, ist das in der Regel mit über 90% der Eintritte so, dass diese Gaps in der Regel geschlossen werden. Und wir haben gesehen nach dieser Euphorie hier vom Morgen in der Nacht, dass es jetzt relativ seitwärts läuft. Der Euro gegenüber dem britischen Pfund überdies an der Range mittlerweile angekommen. Wir sind 55 Pips heute schon gelaufen aufgrund dieses Upgaps und ja, das Währungspaar bewegt sich im Schnitt so um 50 bis 65 Pips. Also so richtig viel ist da rein von der Volatilitätsannahme des Tages nicht mehr zu erwarten. Nichtsdestotrotz, interessante Situation und die wollen wir jetzt noch ein Stück weit beleuchten, denn es gibt hier zwei Ausgangsbasen, die recht interessant sind. Zunächst haben wir hier unlängst eine weitere Schwäche erwartet, die traf auch so zu. Hier dieses Unterstützungslevel bei 0,7660 wurde touchiert, sogar unterschritten. Hier gab es auch einen Test der unteren Trendkanallinie. Dann letztlich aber hier eine Erholung. Und Sie sehen es, die letzten Tage waren hier überwiegend durch anziehende Notierung geprägt. Und jetzt sind wir genau an diesem Punkt, der sich hier darstellt mit dieser grauen Linie. Und jetzt müsste es einen weiteren Schub nach oben geben, um hier sozusagen weitere Power in das Währungspaar zu bringen. Technisch haben wir den kurzfristigen Abwärtstrend gebrochen. Das wirkt bullisch, aber ich habe gleich noch ein saisonales Schmankerl für Sie, wo es eben darum geht, ob der Ausbruch jetzt hier tatsächlich geglückt ist oder ob das Ganze hier ein Fake wird. Denn, und da bleiben wir mal hier beim Tageschart ganz kurz, mit dem Ausbruch haben wir jetzt technisch hier ein Kaufsignal vorliegen. Allerdings müsste es hier zunächst zu einer Überwindung des Hochs vom 4. Mai kommen, 0,7947. Erst dann wäre hier letztlich diese Abwärtsstruktur gebrochen und dann wäre es durchaus anzunehmen, dass wir nochmal in Richtung 0,81 laufen. Kurz bevor wir das saisonale Setup beleuchten, hier nochmal der Monatschart. Der Juni hier sehr, sehr bullisch. Hier auch gefangen an diesem Level um eben 0,7765 roundabout. Da sind wir wieder drüber gekommen. Sie wissen, die Brexit-Entscheidung, die ansteht hier am 23.06., die kann hier noch für viel, viel Wirbel sorgen, nach oben wie nach unten. Letztlich ist der Monat bzw. diese Kerze hier längst noch nicht ausgereift und man darf gespannt sein, wie das Ganze dann Ende Juni aussieht. Dazu aber haben wir ja noch Zeit am 23.06., wie gesagt, Brexit, da werden hier die Karten nochmal groß gemischt. Und interessant jetzt hier aber der Umstand, dass wir bis zum 23.06. eben die Frage haben, wie hat sich das Währungspaar denn saisonal denn so geschlagen? Und das zeige ich Ihnen mal ganz schnell, denn es gibt hier eine statistische Auswertung, die hier besagt, während der letzten 21 Jahre wurde 16 Mal eine Schwächephase hingelegt während der letzten Bewegungsimpulse hier über den Zeitraum eben, den Sie hier sehen. Das sind summa summarum 12 Handelstage vom 6.6., also Schlusspreis heute, bis zum 22.6. So die statistische Kennzahl ist es so, dass der Markt hier eine Schwächephase vollzieht und das passt eigentlich ganz gut eben hier mit dem 23.6. zusammen, weil eben davor sozusagen alles gelaufen sein müsste. Saisonales Setup also hier folglich auf der Oberseite, wenn wir nicht deutlich über 0,7980 rausgehen, kann man rein technisch gesagt, oder wir könnten auch das Level 0,80 sogar ziehen, das uns mal hier anschauen, ja, knapp 1% oben wäre hier theoretisch das technische Risiko. Man muss dem Markt natürlich auch ein Stück weit Spielraum geben. Aber im Schnitt, da kommen wir nochmal auf die Statistik zu sprechen, wie gesagt, gibt es hier einen durchschnittlichen Gewinn von 90 Pips während dieser Zeit. Und wenn diese 90 Pips nach unten abgearbeitet sind, kann man hier Teilgewinne mitnehmen oder eben auch hier das Ganze schließen. Durchschnittliche Verlust nur 39 Pips ist natürlich auch hier der Tatsache geschuldet, dass das Währungspaar sich ja ohnehin nicht so volatil bewegt wie eben Yen Pairs und andere Euro-Britisch Pfund schon immer hier in einer relativ geringen Range zwischen 50, 80 Pips maximal.
Und wie gesagt, sind wir jetzt auch am unteren Level. In Summe waren es aber trotzdem 1231 Pips während der letzten 21 Jahre. Und hier sehen Sie die jeweiligen Trades chronologisch sortiert und hier die Performance-Kurve während der letzten 21 Jahre. Und Sie sehen, zuletzt gab es hier immer wieder steigende Preise, also wirklich ein Treffer nach dem anderen. Und da gab es auch deutlich mehr Pips noch zu holen. Hier an dieser Stelle letztlich sehr, sehr schöne Bewegungen, die hier den Impuls als solches begrüßen. Den letzten Verlust, ganz leichten, gab es im Jahr 2013, dann hier noch einmal im Jahr 2011, aber wirklich marginal, kaum der Rede wert. Deswegen auch hier die Performance-Kurve jetzt gar nicht mal so abgeschwächt. Das sieht also relativ sportlich und gesund aus, was sich hier prognostizieren lässt. Und nun, man kann hier versuchen, diesen Widerstand zu verkaufen einerseits, andererseits hier auch neues Tief. Es gibt ja derer viel Möglichkeiten, aber gute 90 bis 100 Pips nach unten wären zu erwarten und dann könnte es eben hier zu einem Pullback kommen, dass hier praktisch diese gebrochene Aufwärtstrendlinie getestet wird. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist, wie gesagt, gegeben. Und dann stellt sich die große Frage, was am 23.06. passiert. Da kann man wirklich meines Erachtens nur orakeln. Letztlich scheint es eher so, dass ein Austritt Großbritanniens aus der EU hier eine Katastrophe wäre. Das würde für die Märkte auch sicherlich erdbebenartige Rutsche initiieren und das britische Pfund würde buchstäblich zusammenknicken. Also wenn es dazu kommen würde, würde der Euro hier marginal, sage ich schon, tendenziell überproportional nach oben schießen gegenüber dem britischen Pfund. Das sind hier ganz klare Maximen, die sich ableiten lassen. Aber grundsätzlich hier technisch und unter saisonaler Betrachtung bis zu dem Tag X. Also hier die Situation, dass man hier durchaus ein Short-Engagement kurzfristig nehmen kann und dieser Fake sich jetzt hier rein saisonal eben nicht direkt fortsetzen dürfte. Risiko kann man auch ein Stück weit minimieren, wie gesagt, müssen jetzt keine 75 Pips sein oder das 1%, denn das Währungspaar bewegt sich eh nicht so stark und oberhalb des Widerstands hier von 0,7915 schwinden dann eh die Chancen. Also man kann es auch bei 0,7950 den Stopp theoretisch setzen, aber hier, das wären mal so die Möglichkeiten, die es hier gäbe, wenn man dann hier den Stopp weiter wegsetzt hätte und hier die Chance ausnutzt in Sachen Pullback. Da geht doch schon einiges. Und das ist sozusagen mal hier die Annahme, die sich hier saisonal ableiten lässt. Also sieht wie gesagt ganz interessant aus. Euro gegenüber dem britischen Pfund Short mit dem heutigen Schlusspreis. Wenn der heute also nochmal ein Stück weit höher kommt, meines Erachtens eine sehr gute Chance hier in den Markt noch mal reinzukommen, um eben bis zum 22. dann den Short mitzunehmen. Das dürfte ganz spannend werden. Warten wir mal ab, ob der Markt sich so verhält. Spannend ist es in jedem Falle und ich hoffe, ich konnte Ihnen heute hier einen schönen Input geben, um mal das britische Pfund im Auge zu halten. Besser gesagt, den Euro gegenüber dem britischen Pfund. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt schon noch mal einen guten Start in die Handelswoche. Gutes Gelingen bei allem, was Sie angehen. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder zum nächsten Devisenradar. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.